Ah ja, ihr Lieben, ich habe ja eine Weile schon nicht mehr gefilmt und viele fragen sich immer, wie das sein kann, dass meine Tage so lang sind. Also es ist jetzt 5:06, wie ihr seht, und ich bin schon wieder unterwegs, ne? Also ich bin schon wieder unterwegs, ne? Und das ist nicht jetzt eine Ausnahme, sondern das könnte ich jeden Tag filmen, bis ich jetzt in den Urlaub fliege. Ich bin also jeden Tag schon so früh unterwegs, ja. Das heißt, mein Wecker klingelt um 4 Uhr und dann mache ich mich fertig und dann fahre ich los. Na? Das ist kein Bluff von mir, wenn ich sage, meine Tage, ja, ich fange um spätestens 6 Uhr an zu arbeiten im Büro, mache meinen Büroscheiß, bereite alles vor. Und arbeite dann ja ab 7:30 mit auf Baustelle. Also 7:30 geht es ja meist los, dann kommt Marcel, dann packen wir unsere Sachen, dann laden wir vielleicht noch den Wärmer, dann laden wir vielleicht noch ein paar Platten, dann kuppeln wir noch den Anhänger an den Nissan oder so, ja. Aber es geht dann meist so gegen 7:30 auf dem Platz los. Und dann geht das so lange, bis die Baustelle geht. Und wenn die Baustelle fertig ist, muss ich natürlich wieder ins Büro. Und dann muss ich die Sachen, die die Mädels den Tag über geschrieben haben, fertig gemacht haben, was ich denen reingereicht habe, zu schreibende Rechnungen, zu schreibende Angebote, zu schreibende Baumgutachten etc. pp. Das gucke ich dann abends nach, segne das ab und lege denen das ja wieder auf den Schreibtisch zum Verschicken, zum Ändern, zum, ne? Und das ist mein Tagesablauf, Leute. Ja, weil viele das ja immer sagen, von wegen, sie können das nicht glauben und was man denn ne? Das ist ganz normal. Büro vorbereiten, Baustellen nachbereiten, ne? Wenn wir von den Baustellen kommen, dann müssen die Sägen sauber gemacht werden, dann müssen Ketten geschliffen werden. Dann muss das Auto vielleicht mal wieder aus- und umgeräumt werden, dann müssen Sachen abgeladen werden, dann muss Holz weggebracht werden eventuell, das kennt ihr aus den Videos. Dann muss ein Messer am Hacker getauscht werden oder so, ne? Also es ist immer irgendetwas zu tun, Leute, immer. Darum, ich sag ja, wer glaubt, er macht sich selbstständig und arbeitet jetzt nur noch von 10 Uhr morgens, weil er gerne ausschläft, bis meinetwegen um 15 Uhr nachmittags, weil er nachher ja einkaufen gehen muss und für seine Familie da sein muss und. Der muss verdammt aufpassen, was er sich für einen Job sucht. Weil mit meinem Job zum Beispiel funktioniert das nicht. Und mit den meisten Baumpflegern, mit denen ich so spreche, funktioniert das nicht. Und mit den meisten Handwerkern oder mit den meisten kleinen Selbstständigen funktioniert das nicht. Weil die nämlich tatsächlich bis zu einer gewissen Größe sich einfach von der Baustelle gar nicht loseisen können, sondern eben Baustelle und Büro in Personalunion sind und nämlich dann nach ihren Baustellen, wenn die Mitarbeiter nach Hause fahren, ihr Büro noch machen müssen. Als Elektriker zum Beispiel Material bestellen, als Klempner Material bestellen, als Tischler Material bestellen, irgendwas vorbereiten, irgendwas schon mal zuschneiden, was die Jungs nächsten Tag auf Baustelle brauchen. Als Maler ein Aufmaß machen, um ein Angebot zu erstellen. Ja, das machen die meisten Selbstständigen in ihrer Freizeit, also nach den Baustellen so ein Aufmaß machen, die Materialbestellung etc. pp. Ja, so läuft das in kleinen Handwerksbetrieben. Und wer sind die, die die Wertschöpfung betreiben? Wir sind die, die ja etwas erschaffen, Mehrwert erschaffen. Das macht nicht die Verwaltung oder andere, die quasi ja kein. Im Gegenteil, gerade die Verwaltung schöpft diesen Wert ab. Der ganze Wasserkopf, den wir in Deutschland haben, der kostet Millionen und Milliarden an Steuergeldern, an Gebühren. Ja, es macht ja auch keiner irgendwie bei irgendwelchen Hürden, jeder Stempel kostet Geld, ja. Wenn ihr aus der Kirche austretet, dieser formelle Vorgang kostet Geld. Ihr tretet aber automatisch in die Kirche ein, wenn zum Beispiel eure Eltern eine Konfession haben. Ja, also das ist total krass, ne? Ihr kommt davon ganz von alleine rein, sag ich mal, aber um rauszukommen, müsst ihr Geld bezahlen, ne?
Und Kirchensteuer ist ja nun auch nicht wenig. Die Kirche, egal welche, ob es die evangelische oder gerade die katholische Kirche ist, ist eine der reichsten Institutionen der Welt, die katholische Kirche. Ne? Die haben ein Vermögen, das ist der helle Wahnsinn. Überlegt mal, die unterhalten sich einen eigenen Staat. Und dann überlegt mal, was die an Immobilienvermögen haben und an Ländereien an Vermögen haben. Und dann überlegt auch mal, was die mit so Sachen verdienen wie irgendwelchen Diakonien, irgendwelchen Altenheimen, irgendwelchen mobilen Pflegeservicen, irgendwelchen Kindergärten, die sie betreiben und unterhalten. Die sind ja auch nicht umsonst. Das macht die Kirche nicht aus Nächstenliebe. Das ist ein Business, Leute. Die verdienen Geld. Und zwar nicht wenig. Ja, also wie gesagt, es ist Thema Wertschöpfung und Thema Werteverschiebung in Deutschland. Da könnte ich echt Bücher drüber schreiben. Und wie gesagt, ja, als kleiner Selbstständiger sind deine Tage einfach scheiße lang, weil du Büro und Baustelle in Personalunion bist. Und deshalb habe ich eben auch solche Tage, ne, die einfach mal 14, 16 Stunden haben. Und zwar regelmäßig und nicht ab und zu mal. Wie gesagt, ich kann euch das jetzt gerne die ganze Woche filmen. Ne? Ganze Woche. Bis es in Urlaub geht. Und selbst da den Freitagmorgen fahre ich früh los, damit ich dann pünktlich da bin. Aber egal. So, und auch jetzt seht ihr, ne, einen Tag später, ich habe es ja gestern schon angekündigt, ich kann das gerne mal jeden Morgen dokumentieren. 5 Uhr, ich sitze im Auto, fix und fertig, auf den Weg zur Arbeit. Also fix und fertig mit, ne? Ich habe gefrühstückt, bin fertig, kann zur Arbeit. Ne? Das ist immer so, zwischen 4:15 und 5 fahre ich los. Ganz simple Geschichte. Warum sind deine Tage so lang? Ja, weil das so ist. Und ich freue mich auf den Urlaub. 2 Tage noch und der Rest von heute. 2 Tage und der Rest von heute. Dann ist Urlaub. Sehr geil. Den brauche ich auch, wenn ich ehrlich bin. Das Lustigste ist, da könnt ihr die Uhr nachstellen. 5.35 Uhr kommt mir Brandon entgegen. Mit seinem Pickup. Er ist ja Mercedes Pickup. Das ist immer so lustig, ne? Also ich finde das tatsächlich lustig. In Menemu, raus bist du. Da ist er. BT Brandon Tina. Also heute sogar mal früh. Normalerweise kommt er mir immer erst um 5:30 entgegen. Ist das drollig, oder? Noch ein Grund mehr, irgendwie hier wegzuziehen. Damit man nicht jeden Morgen den neuen Stecher von der Ex beim Autofahren über den Weg. Ne? Aber so ist das leider. So, heute zeigt sich eben auf jeden Fall auch wieder die Herausforderung und die Wendigkeit vom Hulk dank 3 Lenkachsen. Alles hier schmale, enge Straßen. Und die Auffahrt wird gleich noch schmaler und enger. Wir haben deswegen auch Überfahrplatten mitgenommen. Also wie gesagt, ich würde dieses Auto nie ohne 3 Lenkachsen bestellen. Das bringt einfach hinten zu viel, das schiebt einfach zu viel über die zweite Achse. Deswegen, 3 Lenkachsen ist schon für die Wendigkeit unbedingt erforderlich, gerade bei so einem Geschoss von der Länge hier wie der Hulk. Natürlich auch ein Test, so ein bisschen, was Hulk kann. Wechselbrücke, also leer wie ich die irgendwie schon 3,5, 3,8. Und die müssen wir eben jetzt, das ist für uns ja auch immer interessant, zu gucken, was kann der Hulk, was geht, was kann man als Subunternehmerleistung anbieten, was nicht. Ne? Also meine Seilwinde zum Beispiel zieht nur 600 Kilo. Umgelenkt dann eben entsprechend 1200. Aber wie gesagt, für solche Kranarbeiten ist die nicht geeignet. So, und da müssen wir rein. Ne? Das ist schon, joa. Und da steht auch schon die Wechselbrücke. Also joa, das wird alles ein bisschen knappig. Aber wir versuchen das und wie gesagt, dann sind wir hinterher auf jeden Fall um eine Erfahrung reicher. Wenn ich das jetzt nicht bereue mit der Filmerei, ich habe ja auf der einen Seite den Spiegel kaputt, sehe also nicht viel. Wir müssen halt da rein, ne? Er winkt gerade rüber, genau an der Seite, wo mein Spiegel im Arsch ist.
Aber ich glaube, wir haben das hier in einen Zug geschafft. Es ist zwar pressig, aber wir haben es geschafft. Jetzt nur nichts kaputt fahren. Wie gesagt, es ist hier ein Auftrag als Test, als Gefallen. Und das wäre natürlich blöd, wenn man dann auch noch bei so einem Auftrag irgendwas in eine Fritten jagt. Na? Auf jeden Fall ist das echt verdammt eng. Aber Frank hat gesagt, er wäre hier tatsächlich auch schon mal rückwärts mit einem LKW reingekommen, als er die Wechselbrücke geliefert hat. Gut, das wird ein Dreiachser gewesen sein, wo die Wechselbrücke drauf war, ne? Stein? Ja, den sehe ich. Den sehe ich. Ich muss aber ziemlich knapp daran, weil ich sonst hier nicht rumkomme. Jetzt müssen wir voll einschlagen, sagte Marcel gerade. Es ist geil, ne? Die Kiste ist so krass wendig. Sehr schön mit der Lenkachse. Ja, ne? Das ist, also ohne brauchst du den nicht. Also, wolltest du eine Platte über die Kante legen? Ja, das ist auf jeden Fall sinniger. Dann fahre ich mir die Reifen nämlich nicht kaputt. Er legt da jetzt Platten vor. Vor die Kante, dann fahre ich mir die Reifen nicht kaputt. Ja, Marcel denkt mit, ne? Das ist so Wahnsinn. Der denkt einfach echt mit. Da kannst du sehen, der kommt aus der Landwirtschaft, der Junge. Ne? Zack, jetzt kommen die anderen Platten da noch vor. Das ist einfach perfekt mit ihm, ne? Das ist... Warum soll ich mir die Reifen kaputt fahren, ne? Ich hätte heute Morgen kotzen können, ey, bei dem Wetter. Okay. Ich lenke gerade mit dem Ellbogen, nicht wundern, dass es gehupt hat. eine Wechselbrücke. Ja. Ja. Ja, weil die dahin muss, wo kein Kran hinfährt. ja, weil der LKW nicht durchs Gebäude kann. Nee, die bleibt da stehen. Nee, es geht. Also war das. Von Einschlagung war das. Jo, okay. Jo, ciao. So. Darfst du nicht drüber nachdenken? Nee, nee. Dein Ferrari wird es auch nicht unter irgendeinen Baum stellen und im Regen und... das denke ich jedes Mal. Ne? Wir bumsen das Zeug und das wird nicht besser. Ne? Das ist... Deswegen habe ich auch alle normalerweise Anhänger, meinen kleinen Trecker und alle Fahrzeuge unter Dach stellen. Ja, ja, das ist so. Maschinen gehören unter Dach. Das... Und wenn es ein Anhänger ist, ich habe mir so einen kleinen Kipper-Anhänger für meinen Trecker geholt. Der Maxer, 2,5 Tonnen kann der, 3 Seitenkipper und der muss unter Dach stehen. Ne? Ja. Ich höre nur Mimimi. Ja, dann warten wir, bis die sich ausgependelt haben.
Ich hätte auch ein bisschen sanfter austeleskopieren können, zugegeben. Aber wo bleibt da der Spaß? Gleich mal einer an den Beinchen festhalten. Ja, hängt du da gleich schon mal. Sekunde. Wir wollen ja auch nichts abbrechen. Ah, okay. Aber er hängt. Was? Wiegt er wohl? Wie fühlst du dich nicht, Mann? Willst du nicht wissen. Der Vorteil, dass wir ja quasi vom wir kommen ja jetzt eher in den sichereren Bereich. Wenn ich über hinten gehoben hätte, hätte 90% und müsste hier vorne hinlegen, dann hätte ich Muffensausen. Dann würde ich sagen, muss das sein? Ja, aber wenn du über vorne, über die schlechteste Ecke hebst und dann in den sicheren Bereich fährst, da scheiß der Hund drauf, weißt du. Dann wird alles gut. Dann wird alles gut, genau. Alles wird gut. Alles wird guter. Ihr seid echt stark, ne? So hinten an der Ecke mal eben so einen Container hochheben, auf dem langen Arm. Hätte ich euch gar nicht zugetraut. Weißt du, was er jetzt hat? 2,8 oder so? Das war ein Frühstück. Ja. Ich bin auch der Aus. Ich muss einmal umrechnen, ich kriege ein Prozent angezeigt. Also ich habe jetzt 34% Auslastung. Ja. So. Ich kann auf dem 9 Tonnen, so 30% von 9, ja, schätze mal so 2,5. Ja. 2. Die Kante? Ja. Ja, machen wir gleich fertig. So, jetzt haben wir den ja einigermaßen so. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer gleich. Haben die Jungs auch leichter mit. Das ist ja auch ein Zweifelsfall, ne? Wenn man weiß, dass es irgendwie knappig wird, schmeißt du da, wie gesagt, dann kommt da einfach Brechsand rein, Arschlenken, ne? Das ist ja das Schöne, der hat ja diese Lasterkennung. Ja. Das kostet zwar auch wieder, ne, wenn du so einen Kran bauen lässt. Ne, dann fragen die mal, willst du das haben, Ne, und dann kostet das Doppelte. Ja, kostet ganz schnell mal das Doppelte. Aber das Problem ist, du hast doch dementsprechend Mehrwert. Ja, ja. Und wenn du das Ding immer mal verkaufen willst, ne, also ich habe ja auch zum Beispiel diese überbreite Warntafeln und so dran, die werde ich nie brauchen. Nee. Aber wenn ich den immer mal verkaufe und da will irgendwie einer Maschinen mitfahren oder so, der braucht das. Genau. Und der sagt, ohne das nützt mir das ganze Auto nichts. Und Nachrüsten ist immer noch teurer. So ist es. Also, aber da kann ich nämlich schön Sachen einstellen. Ich bin wieder angefangen. Ich werde wahrscheinlich Moped fahren wieder. Ich habe die SCC gekauft. Ach du Scheiße. Ja, man kommt da nicht von los. Das ist so. Und dann wird das ganze Heck umgebaut. Schweinchen rosa. So, von der Ecke her oder soll der hier weiter her? Nee, von der Ecke am besten. Also hier quasi parallel genau. Zu? Genau. Da, okay. Wo er anfängt, wo die Betonstücke noch und dann... Wieso sind wir bei 100%? Das kann ich, eigentlich kann das nicht sein. Schwarz, Übergang in Rot. Ja. Da müssen wir gleich mal ein bisschen tricksen, weil wir brauchen noch einen Meter. Aber den kriegen wir wohl noch rausgetrickst. Ich weiß auch schon wie. So, jetzt machen wir mal. Na, 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 na. Okay. Das ist die wichtigste Taste. Ja. Weißt du? Er will ja jetzt nicht mehr. Nee. Jetzt spielt er nicht mehr. Das ist die wichtigste genau, Taste.
Der ist ja nur einen halben Meter über dem Boden. Selbst wenn der jetzt andere Seite hochkommt, was soll passieren? Dann kommt der Container einen halben Meter runter. Weißt du, was ich meine? Also, da sehe ich völlig entspannt sowas. Das ist, wenn wir Bäume machen, schlimmer, weil die sind da ja dementsprechend hoch. Genau, dann hast du den. Dann hast du diesen Kippmoment. Aber wenn du so Lastenkranz, ja, was willst du? Der kann nicht kippen. Der hängt in der Luft. So, genau. Wie gesagt, was zum Fuck nochmal soll da passieren, weißt du? Der kommt dann eine Seite 30 cm Stützen hoch und dann liegt der Container auf und dann. Solange man ihn noch bewegen kann. Darum. Ist alles okay. Und dann wollte ich vielleicht auf diese Kunststoffdinger. Ja. Darum, das ist die wichtigste Taste, wenn nichts mehr geht, aber... Ja, darum sage ich ja, ne? Die sehen, wie gesagt, mit dem Baum ist das was anderes, ne? Aber wenn du Lasten vom Auto wegkranst und du kannst dich auch noch flach über den Boden halten, ja, drauf geschissen. Richtig zu schwer war es, wenn der Kran nachher nicht mehr gerade geht. Und das ist eben auch das, warum wir zum Beispiel bei den Bäumen immer versuchen, in einem Bogen zu arbeiten. Ja. Weil reinziehen geht dann immer noch was. Genau. Reinziehen geht immer noch. Du kannst halt nur nicht mehr heben und nur nicht mehr... Ja, das ist das. Aber rein geht immer irgendwie. Mit dem Arm, dann sieht man das vielleicht ein bisschen was gut. Ja, der ist aber jetzt... Der Hauptkran ist auch von der Auslage... Der Hauptkran ist auch von der Auslage fast auf maximal, ne? Also... Der ist 15 Meter draußen, weißt du? 18 Meter kann er, da ist nicht mehr viel. Aber wie gesagt, das ist völlig entspannt gerade. Also. Ist ja auch da überfahren, weil über den Jeep ist zu schwer. Was? Über den Jeep wäre jetzt zu schwer, oder? Über den Jeep wäre jetzt zu schwer, ja. Dann bricht mir so der Jeep auseinander. Da brauchst du keine Angst haben. Dann. Das hat sich dann erledigt. Steht halt gerade ganz gut. Kannst du das nehmen? Dann ist aber auch, das ist dann diesmal aber auch teurer wie 3000 Euro, wenn Justus kommt, dann glaube ich. Am besten nach vorne mit der Kante. Ja. Bin dabei. Ja, da ist auch noch ein Loch. Das ist das einzig gefährliche Loch hier. Noch ein bisschen einziehen. Ich hole ihn hier noch ein bisschen rüber. Ich muss noch ein bisschen einziehen oder kleiner wieder ein bisschen hoch. Die Hydraulik pfeift gerade ein bisschen ab. Denk mal an den Löwen. Ja. Da haben wir 1,5 Tonnen auf letzte Rille gehabt, aber wie ich auf letzte Rille. Und da war der nur, weißt du, und dann haben wir die dann zum Schluss so ein bisschen geschaukt, weißt du, so rüber gedrückt. Das war sowas von Sacker. Ja, aber das sind so Sachen, das macht mir Spaß, weißt du, was ich meine? Eben. Das ist was anderes, wie wenn ihr jetzt, ne? Ja, das ist alles diese extra Herausforderung. So, genau. Ich sage mal, einfach kann ja jeder, weißt du? Ja. So. Jetzt müssen wir eigentlich nur ganz minimal eben nach außen drücken, dass der mit der Kante gerade ist, dann kann ich ihn runterlassen. Ja, dann setzt ihn mal neben auf Kunststoff, wir halten ihn hier so. Ich mag das. Ich meine, das ist für das Material ist da natürlich immer. Aber das sind eben so diese Sachen, das macht mir Freude, weißt du, wenn du so ein bisschen
ans Limit Grenzen austesten. Vor allem in Ruhe, weißt du, in Ruhe Grenzen austesten. Jetzt nicht bei einem Baumauftrag. Ja, man muss das berücksichtigen, dass man das Wissen mitnehmen muss. Genau, ja. Und wie willst du es lernen, wenn du nicht ans Limit gehst? Genau. Also das habe ich jetzt in meinem letzten Beruf am schlimmsten gehabt, tatsächlich, mit den Motoren. Da quälst du dich ja wirklich. Andere Leute aufhören, wird es interessant. Ja, genau. Also, wenn er so gerade steht, kann er von mir aus runter. Kannst du vielleicht noch so ein Böschchen hier rüber drehen? Ja. So. Oder? War so seit du, ne? Ja, okay. Ja. Marcel, Vorsicht, Finger! Du auch, Vorsicht, ja. Ich lass ihn runter. Ja, hier ist er auch. Jo, Lampe ist auch aus. Ketten werden langsam locker. Steht schön auf dem Kunststoff, aber da passiert nichts mehr. Du schaust ja nicht mehr aus. Also jetzt nur den Kaffee. Den Kaffee. Joa, gerne. Einen Kaffee würden wir nehmen, oder? Habt ihr was gegen Kaffee? Nee. Also ich prinzipiell nicht. Passt mit der Ecke, ja? Ist halt Gift für die Reifen, ne? Ist halt Gift für die Reifen. So. Aber wir haben die Überfahrplatten ja mit. Jetzt müssen wir einmal noch wieder raus. Kaspern und dann ist das schick. Hat funktioniert. Aber wie ihr gesehen habt, ne, man muss die Grenzen seines Krans einfach auch kennenlernen. Da muss man probieren, was geht nicht. Knirsch oben durch Äste, aber solange wie die weich sind, geben die ja nach. So, jetzt müssen wir hier noch einmal wieder auf die Straße kaspern. Das ist alles beide Seiten pressig, aber alles gut. Weil das Gefährliche ist, wenn man jetzt zu früh einschlägt, mit dem Container abdreht, das ist ja damals passiert, als der Unterfahrschutz dran glauben musste, Container hinten passt, ne? Mit der Eiche? Ja, ich glaube auch. Ich muss ein bisschen ins Feld rein. Das wird sonst zu knappig. Oder ich muss andere Seite raus. Ja, ich stehe aber trotzdem schon im Feld. Wie gesagt, das ist das eben A3. Drei Lenkachsen brauchst du. Und B, der kommt hinten halt 1,50 Meter raus. Ne? Also du musst 1,50 Meter weiterfahren, als du eigentlich willst. Sonst reichst du mit dem Container hinten alles platt. Ne? Du reichst einfach alles platt. Dann ist der Karre scheißegal. Ne? Da stehen 40 Tonnen gegen, da drumst einmal und dann kannst du nämlich auch 20 cm dicke Bäumchen fällen. Ne? Wie gesagt, da haben wir schon gehabt, da hatte sich der Baum hinten an. Ne? Also ja. Das geht. Habe ich schon gesehen, habe ich schon gemacht. Also ich nicht, aber ich habe daneben gestanden, als der Fahrer dann mal eben mit dem Unterfahrschutz den Baum aus dem Boden gerissen hat. Und das war so ein Ding wie die Birke da vorne. Ne? Also das war schon ein ganz amtliches Bäumchen. Deswegen ist er dann auch ein bisschen zerdengelt. Ist aber nicht schlimm. War meine Schuld. Ich hätte ja selber fahren können. Ich habe mich stattdessen auf die Straße gestellt und habe gesagt, fahr raus, fährt sich wie ein PKW. Ich hätte sagen sollen, kommt hinten 1,50 Meter ungefähr raus. Joa, egal. So, weiter geht's heute. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, einmal Kranvideo fast in Echtzeit mit der ganzen Unterhaltung in dem Content. Hat mir echt einen Haufen Spaß gemacht. Ich stehe auf so einen Scheiß, ne? Immer mal so ein bisschen ausprobieren. Ja, Problem ist ja tatsächlich, und ich weiß, da geht jetzt wieder die Diskussion los und einige werden kommentieren, den gibt's ja mit Waage, bla bla bla. Ja, den gibt es mit Waage, die anzeigt, was dran hängt. Ihr könnt also den Kran mit einer Waage kriegen. Die ist quasi zwischen Ende, Jib und Haken und die misst, wie eine Zugwaage auch, das Gewicht, was ihr dranhängen habt. Ihr werdet aber einen Ladekran, und das ist das Entscheidende, niemals mit einer Waage bekommen, beziehungsweise einer Anzeige, die anzeigt, was ihr an Kapazität habt. Und darum geht es ja. Ein Autokran kann anzeigen, was er auf welcher Auslage, in welchem Winkel noch an Kapazität hat.
Der zeigt dir das genau wie ein Merlot Roto oder wie ein anderer Teleskoplader auf ein Kilo genau an. Du kannst bei der und der Auslage und dem Winkel noch das und das heben. Und das berechnet der über den Satz des Pythagoras. Das ist nämlich ganz einfach. Der misst nämlich, wie lang sein Teleskop ausgefahren ist. Und dann misst er den Winkel zwischen Teleskop und Unterwagen. Und daraus errechnet er über den Satz des Pythagoras, wie weit er raus ist und kann seine Tragkraft errechnen. Das kann ein Ladekran nicht, weil der zu viele Variablen hat. Winkel vom Jib zum Hauptkran. Winkel vom Hauptkran zur Bodengruppe. Ausschub Jib. Ausschub Hauptkran. Der müsste also den Jib in der Länge messen und den Winkel vom Jib zum Hauptkran. Und er müsste dann die ausgeschobene Länge vom Hauptkran und den Winkel vom Hauptkran zur Plattform, also zum Trägerfahrzeug messen. Und alles so eine Geschichten. Das geht nicht. Es gibt keinen Ladekran, der anzeigt, wie viel Tonnen du noch heben kannst. Es gibt nur Ladekräne, das kann Palfinger, das kann Fassi aber auch, die dir anzeigen, welche Last du am Haken hängen hast. Aber das interessiert mich nicht, weil wenn wir Bäume kranen, haben wir die schon abgeschnitten. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss nicht mehr wissen, hatte der Baum 400 Kilo oder 500 Kilo, wenn er dran hängt. Ich muss nur wissen, steht mein Kran noch oder steht er nicht mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass man Erfahrung hat im Gewichteschätzen der Stämme. Dass man weiß, okay, ein Festmeter Buche wiegt das und das. Und das Stück, was ich dranhängen habe, ist ungefähr so und so lang, so und so dick. Damit ergibt sich so und so viel Festmeter. Dann ziehst du noch ein bisschen was an Sicherheit ab und dann schneidest du. Wenn wir zum Beispiel mit dem Magni von Bischof Baumdienst arbeiten oder Baumpflege Bischof, ja, der sagt dir ja, du kannst noch 800 Kilo, du kannst noch 600 Kilo. Dann musst du immer noch das Stück einschätzen, ist das unter 600 Kilo oder drüber. Aber das ist wesentlich einfacher, wie wenn du anhand des Lastdiagramms, also wie viel Ausschübe habe ich aus dem Jib raus, wie viel Ausschübe habe ich aus dem Hauptkran raus und ungefähr den Winkel, weil steil kann der Kran natürlich bisschen, ja, nee, es ist so eine Kurve. Ganz steil kann er genauso wenig wie ganz flach. Und alles dazwischen kann er ein bisschen mehr. Ich habe das Lastdiagramm ja schon mal ein paar Mal eingeblendet. Und das schwankt bei mir zwischen 950 bzw. 920 Kilo ganz flach und ganz steil zu, Blödsinn, Schwachsinn erzähle ich gerade, 750 Kilo im ungünstigsten Winkel und 950 Kilo im besten Winkel. Darum sage ich ja, ich kann immer so knapp eine Tonne auf voller Auslage. Ist aber auch ein theoretischer Wert, weil der Kran kann mehr. Das Fahrzeug kippt nur irgendwann um. Deshalb ist das so, wenn wir über die Front kranen, wir haben ja zum Beispiel den Löwen, der 1,5 Tonnen gewogen hat, komplett über die Front gekrant und dann kommt das Fahrzeug nicht so schnell hoch. Dann kann man tricksen, ich erkläre jetzt nicht wie, und dann könnt ihr auf voller Auslage auch 1,5 Tonnen heben. Wenn ich das aber meinen Jungs erkläre, dann ist in 3 Tagen der Kran kaputt. Und das ist natürlich auch nicht gesund für den Kran, wenn ihr den 150% überlastet. Aber das geht, kurzfristig. Na, speichert der Kran aber, da ist ja eine SIM-Karte drinne und schickt das natürlich auch, das ist genauso, wenn du auf Notbetrieb umstellst, speichert der Kran in der Blackbox. Und beim Auslesen sehen die das. Bricht irgendwas, geht irgendwas kaputt oder so, dann sagen die natürlich, Herr Mertens, ne, mit 1,5 Tonnen auf voller Auslage krant man ja auch nicht. Da steht ja auf ihrem Lastdiagramm 920 Kilo. Ne? Gut. Letzten Endes weiß das jeder Kranfahrer, ne, wie er und was er machen kann und was nicht. Wir haben ja auch schon Eichenstämme gekrant, die über 13 Tonnen gewogen haben, obwohl der Kran auf der Auslage nur 11,5 Tonnen konnte. Ne? Auch da nochmal vielen lieben Dank an den Kranfahrer, der das eben möglich gemacht hat. Ne? Da muss man halt nur wissen, was man tut. Naja, also das dazu, weil viele immer gesagt haben, so, du sagst, Halk hat keine Waage drin, was hast du denn da für einen Schrott bestellt? Natürlich gibt es Kräne mit Waage. Ja, es gibt Kräne mit Waage, aber die zeigen nur an, was du dranhängen hast, die zeigen nicht die Kapazität an. Funktioniert beim Ladekran nicht, weil ihr dann 3, 4, 5 verschiedene Parameter berechnen müsstet. Das funktioniert nicht so einfach über den Satz des Pythagoras mit Ankathete durch Gegenkathete gleich Hypotenuse. Du hast immer ein rechtwinkliges Dreieck bei einem Merlot oder bei einem Magni oder bei einem Manitou, ne? Oder eben bei einem Autokran. Hast du immer ein rechtwinkliges Dreieck und hast eben eine Länge
und einen Winkel und kannst daraus eben die Auslage und damit die Tragkraft berechnen. Funktioniert bei den ganzen so viele Dreiecke, wie du mit einem Ladekran machen kannst. Oder eben, wenn du auch in einem Bogen arbeitest, ne? Steil hoch und dann steil fast wieder auf die gleiche Auslage zurück, wenn du quasi deinen Kran in dem Z aufbaust. Das kann ich ja auch. Das kann ein Autokran zum Beispiel auch nicht. Ich kann ja über Hindernisse drüber weg. Ich kann ja eine Seite Hindernis mit dem Hauptkran hochfahren und andere Seite Hindernis mit dem Jib wieder runter. Ja, wie willst du sowas berechnen? Na? Da kommt es eben auf den Fahrer an. Ladekranfahren ist Königsdisziplin. Das klingt hart, aber es ist so. Weil der Fahrer sein Fahrzeug kennen muss, der kriegt eben nicht auf dem Display angezeigt, ich kann noch das und das heben. Auf der und der Auslage. Wie gesagt, wenn der Baum bei uns abgeschnitten ist, ist der Baum abgeschnitten, dann hängt er dran. Entweder du hast sowohl das Holzgewicht richtig eingeschätzt, als auch die Kapazität deines Kranes, oder du wirst ganz schnell eines Besseren belehrt, dann liegt das Ding nämlich auf der Seite. Darum ist es so wichtig, dass wir bestimmte Aufträge machen, wo wir ein Fixum an Gewicht haben, ne, wo ich also sehe, okay, das oder ich weiß, ne, weil es Container, ne, steht das Gewicht dran zum Beispiel, oder Steinpalette steht das Gewicht dran, okay, das und das Gewicht habe ich und da spiele ich dann ja auch manchmal mit und dann sehe ich ja auch, was geht und was nicht geht und das sind natürlich Erfahrungswerte, die für den Baum dann unverzichtbar sind. Im Zweifelsfall halbierst du das Gewicht beim Baum. Wenn du weißt, du kannst noch, was weiß ich, 700 Kilo, 800 Kilo auf der Auslage und du weißt, das Stück wiegt 500, dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn du aber weißt, das Stück hat 900 oder meinetwegen auch 700 oder du schätzt es auf 700, Alter, dann machst du 3 Meter kürzer, damit du auf 500 kommst. Ihr wisst, ihr habt es beim Buchenvideo gesehen, wo wir den Buchenstamm gekrant haben. Da war der Kran bis kurz vorm Hacker im roten Bereich. Aber das ging, weil wir haben über den Arsch gekrant. Wir haben über den Arsch gekrant und du hebst das Auto vorne nicht komplett raus, dass das quasi sich vorne so weit anhebt, dass es hinten rüber umfällt. Da ist ein 6 Meter Container hinten drauf. Mit Abstand zum Kran musst du quasi ein 8 Meter Fahrzeug erstmal über sich selbst überwegheben. Also der müsste vorne 8 Meter in die Luft kommen, damit er hinten an den Kipppunkt kommt. Das wird nicht stattfinden. Zumal das Fahrzeug vorne ja am schwersten ist, wegen Motor und alles. Also du hebst den Wagen über den Arsch nicht aus sich selber raus. Da muss schon ganz, ganz viel schief laufen. Nicht bei dem Auto. Über die Front, ja, vielleicht schon ein bisschen eher, obwohl du auch da den ganzen Container hochkriegen musst. Ne? Und ich habe ja die Frontabstützung, deswegen habe ich ja 100% Standsicherheit bei 360 Grad. Die Frontstütze, das wollen ja auch viele nicht glauben und haben ja auch einige in den Videos kommentiert, wo ich die Tanne und den Mammutbaum mit Bennett gekrant habe, wo ich gesagt habe, nee, wir können 100% über die Front, fingen alle an so, nee, die Frontabstützung ist nur eine Hilfsabstützung. Nein, ich habe mit Absicht 2 Stempel darunter, falls euch das aufgefallen ist. Und ich habe eine 100%ige Standsicherheit bei 360 Grad. Das war mir wichtig, das habe ich Lümer so in Auftrag gegeben. Das ist vorne nicht nur eine Hilfsabstützung. Die scheiß Abstützung hält das ganze Fahrzeug. Ich habe 100% Standsicherheit auch über die Front. So ist das Fahrzeug berechnet und parametriert. Das war mir wichtig, weil ich über die Front die meiste Reichweite habe. Ich verliere über die Front am wenigsten, weil da nur die Fahrerkabine zwischen ist. Ich kann also press mit der Fahrerkabine an ein Objekt ranfahren, wie ich das ja bei der Hecke mit der Garage auch gemacht habe. Bin ich ja press an die Garage gefahren. Krane dann über die Front, dann habe ich die meiste Reichweite. Dann verliere ich nämlich nur die Entfernung von der Fahrerkabine bis zum Kran. Selbst die Seitenabstützung, da würde ich mehr verlieren. Also wenn ich seitlich an was ranfahre und die seitlichen Stützen ausfahre, verliere ich mehr Reichweite, wie wenn ich über die Front krane. Und wenn ich über den Arsch krane, verliere ich ja sowieso den kompletten Container. Ne? Dann verliere ich ja erstmal die 6 Meter bis nach hinten, vom Kran bis zum Ende Container. Aber wie gesagt, das ist alles, kauft euch so ein Auto, krant damit, sammelt eure eigenen Erfahrungen und dann redet mit mir. Und nicht vorher. Wenn ihr so ein Auto nicht habt und dann noch nie mitgearbeitet habt, dann quatscht mich nicht mit solchen Sachen voll. Vor allem so ein Auto. Das heißt, mit den Parametern, die mein Kran hat. Nicht irgendwie ein Baustoffzug oder was weiß ich was. Ich will die Baustofffahrer nicht runterreden, ne? Die können was. Wenn ich manchmal sehe, wo die reinzirkeln, ist genauso die Holzkutscher. Ne? Holzkutscher haben meinen größten Respekt, ja? Das sind wirklich Badass-LKW-Fahrer. Die können LKW fahren unter widrigsten Bedingungen. Die müssen in matschigen, aufgeweichten Drecksboden rein. Ne? Die müssen Serpentinen fahren. Die fahren oft mit überladenen Fahrzeugen, weil sie mit dem Anhänger oben nicht drehen können und die Fracht für den Anhänger mit auf den Motorwagen draufpacken, unten dann wieder umpacken und so. Ne? Holzkutscher sind wirklich die härtesten. Baustoffzugfahrer sind auch schon ziemlich schmerzbefreit. Aber glaubt mir, wir können auch ein bisschen was mit unserem Kran. Ne? Das ist ein 85-Meter-Tonnen-Kran, da kannst du schon schwer Schaden mit anrichten.
Und wir haben da unsere Erfahrungen mit gesammelt. Wir wissen da schon, was wir tun. Und ich bin da eben auch immer glücklich, wenn ich weitere Erfahrungen sammeln darf. Also, das war jetzt wieder viel Gemecker, ne? Ich weiß. Naja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Für uns war es ein interessanter Auftrag. Und wir sehen uns dann am Sonntag zum nächsten Video.